In diesem Vlog von mir seht ihr ganz, ganz viele Impressionen aus verschiedenen Bereichen meines Lebens. Also ganz viel Spaß dabei. So. Die Schabracken habe ich gerade frisch gewaschen, weil die nach dem Regen aussahen wie Sau. Die bringe ich jetzt auch erstmal in Schuppen. Und darunter habe ich gleich eine neue Futterlieferung. Ja, da musste ich wahrscheinlich selber lachen, weil der Einzige, der hier das Futter liefert, bin ich selbst. Ich kriege keine Futterlieferung. Ich muss das Futter selber im Laden kaufen und herbringen. Aber ja, schön wäre es, wenn es irgendwann mal eine Futterlieferung gäbe. Einmal Seniorenmüsli und Sportpferdemüsli. Das werde ich dann gleich auffüllen. Und dann geht in ein paar Minuten auch, also dann kommen die Kinder und dann geht der Reitunterricht los. Ich denke mal, wir nutzen die Sonne heute, um auszureiten. Das ist so schönes Wetter. Da muss man nicht auf dem Platz laufen, denke ich. Aber ich lasse da die Kinder auch zum Teil mitentscheiden, worauf sie lieber Lust haben. Dass es immer abwechslungsreich bleibt und ja, meistens ist es dann ausgewogen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also ich finde, wenn im Frühjahr die Sonne rauskommt, bekomme ich direkt super gute Laune. Ich hasse nämlich den Winter und diese kalte und dunkle Jahreszeit und es ist total schön, wenn man immer wieder miterlebt, wie die Natur und alles endlich wieder aufwacht und erblüht. Und die Ponys lieben es natürlich auch und die Kinder gehen auch super gerne Okay, dann ausreiten. wieder langsam Schritt, bevor sie Deswegen die Bremse haben reinhaut, wir, wie weil sie nicht gesagt, genau weiß, was das sie machen Wetter soll. und die Zeit genutzt. So, wir gehen hier Und an es der waren überall Seite noch links vorbei. Sturmschäden, weil ja vor dem kurzen hier ein Sturm nach dem anderen bei uns, bei den Ponys und auch zu Hause kam, der halt einigen Schaden angerichtet hat. Die Ponys kennen das aber und haben da jetzt auch keine Angst vor umgekippten Bäumen oder so. Die laufen dann halt einfach außen rum. Und solange ich dabei bin und ungefähr eine Richtung vorgebe, sind die immer bei mir hinterher. Wie soll man hier noch vernünftig lernen? So, ich gucke 3 Sekunden auf meinem Laptop, um mich da immer noch mit einer zusätzlichen Ausbildung zu beschäftigen. Und was macht der Key? Er kommt hier alle 3 Minuten an und will kuscheln. Die ganze Zeit. Egal, wo ich bin. Immer möchte er kuscheln. Ja, ich komme nämlich gerade von der Arbeit. Hab den kleinen Mann hier abgeholt. Und ja, mache jetzt noch ein bisschen, wie gesagt, also, ja, wie soll man das sagen, ich mache eine zusätzliche Ausbildung. Moment. Ich hoffe, das geht jetzt so. Die Sonne scheint, es ist total schön. Ich wäre jetzt eigentlich auch lieber draußen, aber ich muss die Zeit jetzt nutzen und ein bisschen was tun, solange wie ich noch nicht so müde bin. Wir haben nämlich nicht so viel geschlafen. Und ja. Also, ich mache ja meine Ausbildung zur Ergotherapeutin und nebenbei habe ich die Reitschule, die Ponys. Das ist ja das, was ich immer so mitnehme. Und ja, jetzt habe ich aber, ja, mich hat es halt noch in eine andere Richtung gezogen, was ich sehr, sehr interessant finde. Und da mache ich online noch eine Ausbildung. Und das zieht natürlich auch viel Zeit, aber ich bin da sehr motiviert und sehr hinterher. Und macht das ja auch aus dem Grund. Also es ist sehr erfolgsversprechend und ja, die Art der Arbeit, die ich dann machen kann, kann ich flexibel machen und sie liegt mir. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ich bin auf jeden Fall erstmal sehr, sehr guter Dinge und froh, dass ich den Schritt gewagt habe. Und werde mich jetzt damit noch ein bisschen beschäftigen. Und guck, dass ich dann nochmal später ein bisschen rauskomme und lese. Und der Mike, der will die ganze Zeit hier kuscheln. Du bist ein Kuschelmonster, weißt du das? So. Und jetzt? Der muss doch immer dabei sein. Willst du auch was lernen, ja? Bis später. Alles noch relativ pünktlich geschafft. Jetzt mache ich die Dicke schnell fertig. Die dürfen schon ein bisschen was von ihren Eimern knabbern. Und dann geht es auch schon los. Und die verlieren schon echt viel Winterfell. Also lange kann der Frühling nicht mehr auf sich warten lassen.
Und auch diesmal ging es aus Reiten. Der Platz, auf dem ich Reitunterricht gebe, ist nicht direkt auf der Koppel, weshalb wir sowieso immer ein kleines bisschen ausreiten dahin, wenn ich mit den Kindern auf dem Platz reite. Ansonsten finde ich, dass das Ausreitgelände eine super Ergänzung ist zu dem klassischen Unterricht, Dressur oder Springen oder Ponyspiele, was auch immer, was man auf dem Platz macht. Und auch hier seht ihr, wenn die Ponys schon ziemlich weit vorne sind, weil ich da gerade noch das Platztor zugemacht habe, die laufen nicht einfach nach Hause oder so, die hören auf mich und die hören auf die Kinder, wenn sie die Kinder lange genug kennen. Das ist mir auch super wichtig, dass das klappt und ich kann mich blind auf die verlassen. Und ja, dann war anscheinend tanken irgendwie super spannend, weshalb das hier in den Vlog mit reingekommen ist. Und dann sind wir in einem Einkaufszentrum und mir taten so die Beine weh, weil wir irgendwie stundenlang unterwegs waren, dass mein Freund mich in den Wagen geschoben hat. Fällt sie jetzt eigentlich runter? Das ging ja. Nein! Da habe ich gar nicht dran gedacht. Geht es oder stürzen wir ab? Ich will nicht, dass wir abstürzen. Oui, oui. Wir haben den Film verloren. Was haben wir denn verloren? Weißt du, ist jetzt nichts, aber hier. Boah. Wir waren einkaufen und haben das ganze Auto voll mit Sachen. Also nicht alles Kleidungssachen. Wir waren auch beim Edeka und haben unseren Wocheneinkauf hier gemacht. Da kommt der. Mein Held. Und sind jetzt ganz knapp fertig geworden. Und dieses Pferd habe ich aus Glas geschnitten für meine Mama zum Geburtstag. Und hier waren wir wieder ausreiten. Also an dieser kurzen Sequenz davor seht ihr, das Leben besteht nicht zu 100% aus Pferden, aber doch tendenziell schon zu 80-90%. Also wir machen in unserer Freizeit auch ziemlich viel anderen Quatsch. Und die Ponys sind aber immer so ein bisschen mit der Lebensmittelpunkt, um den sich alles dreht. Denn gerade jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich dieses Video schneide, haben wir es schon fast ein Jahr später. Also eher ein Dreiviertel. Wir sind jetzt Ende 2022 und es hat sich verdammt viel verändert. Wie es sich immer verändert in meinem Leben. Da passieren ganz, ganz viele Sachen. Manchmal mir selber auch zu schnell. Auf jeden Fall sind es jetzt schon 4 Pferde und kein Reitunterricht mehr. Einfach aufgrund dessen, dass Lady und Dolly sich ihre Rente wirklich sehr, sehr verdient haben und ich irgendwann das mit meinem Gewissen nicht mehr ausmachen konnte, da noch Kinder draufzusetzen, beziehungsweise reiten jetzt nur noch ganz, ganz, ganz leichte Kinder, also 15 bis 25 Kilo unter 6-Jährige. Die beiden Stuten einmal die Woche, gehen mit denen spazieren und kuscheln die, weil die Pferde können das auch nicht gut vertragen, wenn man sie von einem Tag auf den anderen auf die Koppel stellt und sagt, so, jetzt habt ihr Zeit und könnt machen, was ihr wollt. Die sind ja das gewohnt. Ja, aber auf jeden Fall hat sich da eine ganze Menge verändert. Das seht ihr aber in den kommenden Videos. Ich filme immer noch fleißig mit. Allerdings nur noch ja, Sequenzen, wo ich denke, die sind wirklich spannend. Denn ja, hier habe ich exzessiv viel gefilmt. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich filme mehr, als ich lebe. Klingt komisch, aber vielleicht könnte es Menschen, die selber viel von ihrem Leben mitfilmen, verstehen. Auf jeden Fall wollte ich ab einem gewissen Punkt nur noch die wirklich prägnantesten Punkte und Veränderungen in meinem Leben für mich festhalten, da das Ganze ja wie so ein Videotagebuch für mich ist. Und ja, da bin ich auch
dabei geblieben. Und ich habe dir gerade gesehen, ich bin ab einem gewissen Punkt dann beim Ausweiten abgestiegen und habe Kurt die hinterherlaufen lassen, weil der irgendwie an dem Tag nicht so fit drauf war, hatte ich im Gefühl. Also der hatte irgendwie ganz schön zu tun und ja, mich stört es nicht. Ich laufe auch gerne, also bin ich einfach abgestiegen und habe das Pony dann hinter mir herlaufen lassen. Der hat sich dann da hier so schön eingegliedert in der Reihe und die sind da total lieb, also alle Ponys laufen in der Herde, mir hinterher, den anderen Ponys hinterher. Da brauche ich mir auch keine Sorgen machen, dass da irgendjemand abhaut oder nach Hause rennt. Selbst wenn ich vorne wegtrabe, dann kommt die ganze Truppe hinterher. Und natürlich habe ich auch im Jahr 2022 wieder ganz, ganz viele Pflanzen angesät. Ganz viel Tomaten, ganz viel Gurken und alles Mögliche. Kiri, Hallo. Ne? Liegst du in der Sonne? Und hier sind wir auch wieder zu den Ponys. Natürlich zählen so Aufgaben wie Heusäcke auch dazu. Abäppeln, da unterstützt mich mein Freund, meine Eltern ab und zu. Da bin ich auch sehr froh über jede Unterstützung. Kann es aber nicht abwarten, wenn ich irgendwann eines Tages die Pferde am Hof habe und das einfach mein Zuhause nennen kann. Erstmal die Sonne. Jetzt. Technische Probleme und Überforderung. Das darfst du alles rausschneiden. Den kleinen Mikey habe ich gefilmt. Und für so kleine Sequenzen, wie ihr sie gerade gesehen habt, mache ich das Ganze. Also, dass ich an Tagen, an denen es mir nicht so gut geht oder auch später als Erinnerung immer wieder so schöne Momente sehen kann aus meinem Leben, wenn sich vielleicht alles gerade ein bisschen negativ oder schwarz-weiß oder schlimm anfühlt. Aber genau sowas, was eigentlich völlig ungeplant war, kann mir dann wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Denn natürlich filme ich hier nur die positiven Sachen, die schönen Seiten aus meinem Leben. Und die ganzen negativen Sequenzen, die ertrage ich dann stillschweigend. Oder da muss mein Freund mich dann trösten. Auf jeden Fall möchte ich das hier nochmal erwähnen. Das ist nur ein kleiner Teil von meinem Leben. Und zwar nur der schöne Teil, der sich hier repräsentiert auf YouTube und auch auf Plattformen wie Instagram oder TikTok. Da zeige ich halt einfach nur die schönen Dinge in meinem Leben, die mir passieren, für die ich arbeite. Einfach, weil der Rest mir zu privat erscheint oder ich niemanden damit, treffen möchte, triggern möchte und weil es mich eben erheitern soll, wenn ich das sehe. Also weil ich dann glücklich werden möchte und nicht traurig. Denn das ist auch ein Teil meines Lebens, wie bestimmt bei jedem anderen. Auch wir haben unsere Sorgen zu tragen. Heute Morgen, also wir haben Sonntag und ich bin irgendwie so 6.45 Uhr aufgewacht und dann konnte ich nicht mehr einschlafen und habe hier gleich die ganzen Schalen bepflanzt. Und jetzt geht's noch weiter zu den Ponys. Und ich habe halt so grau, Weinrot oder so. Hier habe ich übrigens so gelacht. Weil wir uns da mal einen Spaß draus machen, wenn wir uns gegenseitig bei diversen Aktivitäten filmen für Vlogs und uns dann so mal überraschen. Da entstehen echt lustige Sachen. Meistens sind es zwar Outtakes, aber wir bringen uns damit auf jeden Fall zum Lachen. Und hier ist mein Freund mitgekommen beim Spazieren mit den ganz Kleinen und
Oh, das ist so süß, wenn ich das sehe, dieser Anblick. Er ist einmal so verständnisvoll und passt auf die Kleinen auf und hat da echt ein Händchen dafür. Und hier haben sich die Ponys nach dem Reiten wieder gesühlt. Die müssen nicht mal großartig geschwitzt dafür sein. Die lieben es einfach, nach der Arbeit ein Sandbad zu nehmen. Und das habe ich dann für euch hier mal festgehalten. Denn im Anschluss nach den Runden, wo die Ponys halt mit mir und den Kindern unterwegs sind, werden sie natürlich noch geputzt. Manchmal sind die ganz klein, wenn die zum Schluss geritten sind, aber so müde, dass sie das gar nicht mehr schaffen. Und dann kümmere ich mich natürlich um das Putzen und Hufe auskratzen von den ganzen Ponys, damit das Fell auch wieder in die richtige Richtung trocknet. Und das habe ich euch hier mal im Schnelldurchlauf gefilmt. Cody, der versucht hier gerade noch fleißig mit Lady die letzten Futterkrümel aufzusaugen. Und Dolly, die macht sich schon auf die Suche nach weiterem Fressen, denn bei Dolly geht es immer um Fressen im Kopf. Dann gebe ich ja anscheinend gerade irgendeine Anweisung oder einen Hinweis an meinen Freund. Und dann muss sich Dakota natürlich auch noch sühlen. Dem bringe ich ja das Flachliegen bei und Sitz und so weiter, was er auch schon ganz toll macht. Und versucht es dann immer gleich damit zu verbinden, wenn er eh einmal liegt. Und ja, da haben die Ponys dann Armbrot bekommen. Und hier darf mein Freund wieder einen neuen Baum schneiden, denn das ist ganz wichtig, dass die im nächsten Jahr auch wieder ordentlich wachsen und blühen. Und ich habe die Frühlingssaison eröffnet und wieder viele neue Obstbüsche geholt, weil manche letzten Sommers war einfach zu trocken bei uns, haben das nicht überlebt anzuwachsen. Dieses Jahr wird noch mehr gegossen. Und gleich werde ich noch mit meinem Freund hier ganz viele Frühlingsblumen wieder überall in die Töpfe einpflanzen und dann sieht es auch wieder richtig schön aus. Und hier haben wir das schöne Wetter genutzt und nach der Gartenarbeit im Garten Mittag gegessen. Und es ist echt noch viel zu tun. Das sind unsere Outfits heute. Mike möchte auch dazu gehören. Und wir sind heute in hellbraun. Die Hauptfarbe heute ist hellbraun. Mike macht nämlich auch mit. Er hat extra seinen Schnut in hellbraun. Mhm. Und hier sind wir bei den Ponys angekommen, haben mit den Kindern die Pferde geputzt und da kommt echt schon eine ganze Menge Fell runter. Also die sind echt mitten im Fellwechsel und gefühlt ist es ein nie endender Kampf, die Wolle da runter zu bekommen. Und hier ging es auf dem Weg zum Reitplatz mit Mikey und mein Freund, der auch mitkommt. Das macht die Zeit dann noch viel, viel schöner, wenn man sie gemeinsam verbringen kann. Und hier haben wir Feuer im Garten gemacht. Ich weiß gerade gar nicht, wie es zu dieser Situation kam. Anscheinend waren die Äste ein bisschen zu lang und dann haben wir so vegetarische Würstchen über der Feuertonne gegrillt. Das geht tatsächlich, also kann ich nur empfehlen. Man muss nur aufpassen, dass man halt die nicht schwarz werden lässt. Da haben wir uns nämlich mit Freunden und Familie bei uns zum Feuermachen im Garten getroffen und irgendwie gab es ja eine Feuertonnenerweiterung, keine Sorge, es ist nichts passiert, da passen wir mal auf, aber irgendwie ist da anscheinend was rausgekippt. Und ja, hier bin ich an dem Ort, an dem ich mich mit am wohlsten fühle, auf Dakotas Rücken und wir galoppieren hier gerade einen Waldweg lang. Die größeren Mädels, die sind auch dabei mit Lady und Dolly und ich liebe es einfach, wenn die Ponys in der Gruppe galoppieren können. Das ist echt ein unheimlich schönes Gefühl. Hier bin ich nach der Arbeit bei einem Brittpferd. Habe mich umgezogen, da habe ich immer meine passenden Reitsachen mit und bin dann halt noch dort geritten. Und später war ich dann noch im Garten. Da haben wir die ganzen Frühlingsblüher eingepflanzt. Jetzt im Nachhinein, wenn es so Winter ist und alles grau ist, frage ich mich immer, ob das der Aufwand wert ist. Aber ich liebe halt wirklich Pflanzen und mag das, wenn es überall blüht. Und hier auf Arbeit habe ich irgendwie einen Korb geflochten und mir so einen Rand ausgedacht. Ich glaube, den gibt es so gar nicht, aber jetzt gibt es ihn. So. Die kleinen Tomaten hier, die dürfen schon in der Sonne baden. Würde ich gerne auch selber machen, aber ich habe noch ganz viel zu tun.
Hier sind noch Paprika. Die sind noch nicht ganz so weit. Ansonsten habe ich den Rasenmäher schon in Gang gebracht. Da kann mein Schatz hier dann Rasen mähen. Und die Wäsche hängt jetzt auch draußen. Zwei Ladungen, weil die in der Sonne einfach besser und schöner trocknet als drin. Und ich muss jetzt noch ganz viel für meine Ergotherapieausbildung machen und da bis heute spät in die Nacht Bericht schreiben, dass ich das morgen fertig kriege. Leider sind die meisten Tomaten und Paprika eingegangen. Ich kann gar nicht sagen, warum. Dieses Jahr war einfach Obst bei mir. Und damit schließe ich diesen Vlog auch ab. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Bis dahin!